Heute nehmen wir euch mit auf den Nachtmarkt hier in Chinatown. Der Nachtmarkt in Chinatown hat keinen eigenen Veranstaltungsort, sondern findet am Abend an den Straßenrändern der Yawarat Road statt und eben auch hier umliegend in den vielen Seitengassen. Wer vielfältiges, authentisches, aber auch außergewöhnliches Streetfood sucht, ist auf dem Nachtmarkt hier in Chinatown genau richtig. Wir haben uns heute dazu entschieden, das Tuk-Tuk zu nehmen und sind von unserem Hotel in der Sukhum Wit hierher zum Nachtmarkt gefahren. Das Ganze hat 300 Baht gekostet, was meiner Meinung nach für diese Strecke auch noch absolut akzeptabel ist. Je später der Abend, desto voller wird es hier. Wir waren um ca. 21.30 Uhr vor Ort und es war teilweise schon recht kuschelig hier, wie man ganz gut auch erkennen kann. Auch in den Seitenstraßen locken zahlreiche Essensstände mit köstlichen und ungewöhnlichen Spezialitäten. Wären die vielen chinesischen Reklameschilder hier in der Yau Wat Road tagsüber überhaupt nicht auffallen, bringen sie hier nachts mit dem vielen Licht und den bunten Farben ein ganz besonderes Flair zu diesem Nachtmarkt. Es reihen sich hier Essensstände und Restaurants aneinander. Und von Spezialitäten wie gegrillter Ente mit Nudeln bis zu hippen Desserts wie frittiertem Eis und auch diverser frittierter Insekten ist hier einfach alles zu bekommen. So manches erscheint dem westlichen Gaumen auch etwas exotisch. Der Nachtmarkt hier in Chinatown hat täglich von 16 bis 0 Uhr rund um das Hotel Royal hier in der Yawarat Road geöffnet. Tagsüber hat man dann auch noch die Möglichkeit, mit dem Expressboot hierher zu kommen, statt eben mit MRT, Taxi oder Tuk-Tuk. Das Expressboot fährt am Chaton Pier ab und fährt dann bis Ratchavangsee. Und dort vom Anleger muss man dann einfach nur noch geradeaus laufen und dann ist man auch schon direkt hier mittendrin. Bangkok ist für sein Streetfood weltberühmt und wenn es darum geht, eine der besten Gegenden für Streetfood hier in Bangkok zu finden, dann ist man hier in Chinatown definitiv in der richtigen Gegend. Der Nachtmarkt ist zwar mittlerweile durchaus touristisch und längst kein Geheimtipp mehr, aber dennoch nach wie vor authentisch. Wir haben in Bangkok bereits mehrere Nachtmärkte besucht und auch das Streetfood in diversen Foodcourts, zum Beispiel in Einkaufszentren, getestet. Hierzu wird es in Zukunft auch noch weitere Videos geben. Wenn ihr unsere Videos nicht verpassen möchtet, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal kostenlos abonniert. Wenn ihr dann auch noch die Glocke aktiviert, werdet ihr immer automatisch informiert, sobald ein neues Video von uns online geht. Wie man hier nun unschwer erkennen kann, ist es hier ganz schön bunt, laut und wuselig. Abends, sobald der Nachtmarkt öffnet, wird hier auch die halbe Fahrspur von der Yawarat Road abgesperrt, um das Ganze hier so ein bisschen abzusichern und zu entlasten. Natürlich gibt es auch immer wieder Stände wie hier mit Durian. Wer von euch mag eigentlich Durian? Hier spalten sich die Meinungen ja. Lasst es uns gerne einmal unter dem Video in den Kommentaren wissen. Es ist ein Fest der Sinne. Die verschiedensten Gerüche treffen hier aufeinander. Man muss ein bisschen Mut aufbringen und sich einfach mal durch das vielfältige Angebot probieren. Wir
waren in den vergangenen Monaten sehr viel in Südostasien unterwegs. Es wird in den kommenden Wochen daher auch noch einige Videos aus Südostasien geben. Auch von Bangkok haben wir noch einiges an Content. Vor kurzem haben wir auf Facebook eine kostenlose Facebook-Gruppe gegründet. Die heißt genauso wie unser YouTube-Kanal, nämlich Faszination Reisen. Im Moment sind es noch ganz wenige Mitglieder und wir würden uns sehr freuen, wenn du dich der Facebook-Gruppe anschließt. In der Facebook-Gruppe geht es um das schöne Thema Reisen. Es kann alles geteilt und diskutiert werden, was mit dem Thema Reisen zu tun hat. Hin und wieder werden wir auch Reiseangebote, Schnäppchen teilen, wenn wir so etwas finden, oder auch Informationen zum Thema Meilen sammeln in Vielfliegerprogrammen geben, Meilen sammeln mit Kreditkarten und Payback, alles, was eben sich rund um das Thema Reisen dreht. Man muss sich hier übrigens keine Sorgen machen, dass man für den Nachhauseweg kein Tuk-Tuk oder Taxi mehr findet. Trotz dieser Massen an Menschen hier auf dem Nachtmarkt gibt es jede Menge Tuk-Tuks und Taxen. Also es ist eher ein Überangebot und man muss sich da keinerlei Gedanken machen. Sollte es zwischenzeitlich mal zu wuselig oder voll auf dem Nachtmarkt sein, kann man immer ganz gut sich in die Seitenstraßen, in die angrenzenden flüchten. Da ist es erfahrungsgemäß immer etwas ruhiger. Es gibt auch dort jede Menge Streetfood-Stände und kleine Shops. Aber man kann da einfach einmal durchatmen, bevor man sich wieder ins Gewusel stürzt. Falls ihr Chinatown bereits tagsüber besucht, empfehle ich euch die Anfahrt über den Fluss Chao Phraya mit der Personenfähre, denn das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Da kann man während der Fahrt dann auch noch dieses wunderschöne Flussambiente genießen. Neben dem Nachtmarkt findet man hier in Chinatown übrigens auch einige der besten Tempel Bangkoks. Der faszinierendste Tempel ist hier wohl der Golden Buddha Tempel, der Wat Phraimit. In diesem Tempel ist dieser große goldene Buddha aus purem Gold. Wir biegen jetzt hier einmal in eine der vielen kleinen Seitenstraßen ab. Da kann man jetzt auch ganz gut erkennen, dass es hier einfach etwas ruhiger zugeht. Und wenn man mal kurz durchatmen möchte von dem Gewusel, ist das dafür ganz gut geeignet.
wenn du eine Tour durch Chinatown planst, bedenke bitte auch, dass montags viele Essensstände geschlossen haben und die Auswahl an Streetfood dann auch nicht ganz groß ist am Montag. Wenn man sich dann wieder der Hauptstraße der Yaowarat Road nähert, merkt man auch direkt, dass es wieder voller wird. Die Yaowarat Road, die Hauptstraße hier in Chinatown, ist übrigens circa 1,5 Kilometer lang und natürlich das Herzstück hier von ganz Chinatown. Auch wer in Thailand Gold kaufen möchte, sollte übrigens hier unbedingt mal vorbeikommen, denn hier im Viertel haben sich mehr als 150 Goldhändler angesiedelt. Natürlich dürfen hier auch die Stände mit Insekten, Skorpionen oder auch Krokodilen nicht fehlen.